Ja, moin und herzlich willkommen bei Claymans Handwerk. Ich will euch heute mal was zu Spritzputz erzählen. Das ist also dieser Putz, den ihr hier an der Wand seht. Naja, eins vorweg, ich finde den nicht sonderlich schön, aber wenn man nun mal ein altes Haus hat und wie hier neue Fenster eingebaut kriegt, irgendwas an der Fassade machen muss, dann bleibt ja nur die Option, komplett neuen Putz oder eben versuchen, einen Spritzputz herzustellen, der so oder so ähnlich aussieht. Ich zeige euch mal ein Gerät, was man dafür braucht. Das ist ein Putzwerfer oder auch Putzhexe genannt. Ein ziemlich altertümliches Gerät. Und das ist auch der Grund, warum man zu dieser Art von Putz fast keine oder keine Informationen im Internet findet. Und deswegen stehe ich hier und erzähle euch was dazu, weil ich selber bin absolut kein Profi. Ich habe eigentlich fast keine Ahnung, was ich hier tue, aber ich habe schon ein bisschen Erfahrung sammeln können. Und euch geht es dann wahrscheinlich wie mir, ihr kriegt im Internet nichts raus. Und ich wollte eigentlich diesen Putz hier selber gar nicht machen und habe dann ein Putzunternehmen hier aus der Nähe angefragt. Und die waren auch überfragt. Da hat man dann im Gespräch so gemerkt, dass die auch keine Ahnung haben, was sie hier wirklich machen. Und meinen, ja, muss man mal gucken, kriegt man so und so vielleicht hin. Also sprich, das Ergebnis ist, ich mache es selber. Und die Informationen und Erkenntnisse, die ich dabei gewinne und gewonnen habe, die möchte ich mit euch teilen, damit ihr dann vielleicht auch selber sowas entsprechend restaurieren könnt. Also, wenn es euch interessiert, bleibt dran. Ja, zum Gerät. Ich habe euch ja schon gesagt, also so ein Gerät hier braucht man. Die gibt es tatsächlich noch auf eBay als neu hergestellt. Von so asiatischen Herstellern und so teilweise. Ist natürlich nichts Tolles. Das hier ist noch ein gutes, altes Ding aus der DDR. Und der ist auch wirklich solide und stabil. Also googelt mal nach Putzhexe oder Putzwerfer und dann kriegt ihr so ein Ding. Ja, zum Material. Ich nehme an, dass eher ist ein Kalk-Zement-Putz. Mit was anderem hat man früher eigentlich auch nicht gearbeitet. Diese modernen Fertigputze, die es so gibt, Sanierungsputze, die sind schön und gut, aber die funktionieren hier leider nicht so gut. Es ist so, dass man ja diese Struktur hier so gut es geht nachempfinden will. Und wenn man dann so einen Fertigputz nimmt, der zum Beispiel auf sehr feinem Pulver basiert, wie es meiner ist, das ist ein Sanierungsputz, so ein Klebemörtel oder Klebeputz. Der wird von Verputzern sehr gerne bei so Altbausanierungen genommen, weil der unheimlich gut sich verarbeiten lässt, klebt gut, reißt kaum und haftet auf verschiedenen Untergründen. Ja, und so ein Zeug, das kann man zwar nehmen, aber dann kriegt man wahrscheinlich diese Struktur nicht hin, zumal klebt der zu stark, dadurch lässt er sich nicht gut anwerfen. Nichtsdestotrotz habe ich den hier benutzt. Ihr seht, hier ist schon was fertig. Das ist nämlich schon die unterste Schicht. Ich musste also ungefähr 2-3 cm Putz aufziehen. Und das kann man niemals mit so einem Gerät hier machen. Man sollte sich für dieses Gerät hier die letzten halben bis maximal 1 cm übrig behalten. Ansonsten wird man wahnsinnig. Und das sieht auch nicht gut aus. Das sieht komisch aus. Das ist mir unten passiert. Also insofern erstmal den groben Auftrag mit einem Grundputz machen, mit einer ersten Schicht. Das habe ich heute Morgen gemacht. Dann, damit man das hier dann auch nass in nass wieder aufarbeiten kann. Ihr seht auch, dass hier ist alles noch feucht. Also den habe ich zwar heute Morgen gemacht, aber durch dass es bewölkt ist, relativ hohe Luftfeuchtigkeit, geht das ganz gut. Dann kann man jetzt heute Nachmittag hier den Spritzputz machen. Ansonsten hätte ich in kleineren Etappen arbeiten müssen, aber das ist heute kein Problem. Gut, also zum Material, Kalk-Zementputz mit vielleicht einem Putzsand 0 bis 2, vielleicht auch 0 bis 4, je nachdem, was ihr da so habt, dürfte sich schon ganz gut eignen. Und er darf nicht zu sehr kleben, also wie gesagt, nicht zu viel Kalk rein. Die Mischung, die ich unten gemacht habe, war mit diesem Klebemörtel, das habe ich zusammengemischt. Das ging auch ganz gut und dann ist auch die Viskosität entscheidend. Der lässt sich zwar sehr gut verarbeiten, wenn er dünn ist, aber dann sieht das so aus wie so flüssige Matsche so an der Wand. Das sieht nicht gut aus.
und passt auch nicht zu dem anderen Putz. Also muss er zwar noch sich gut spritzen lassen, aber dafür dann noch relativ trocken sein. Und da darf er eben auch nicht zu sehr kleben, sonst spritzt er nicht richtig. Ja, das ist alles, was ich bis jetzt herausgefunden habe. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Ich zeige euch jetzt nochmal, wie das Ganze beim Arbeiten aussieht. Verzeiht, wenn es ein bisschen wackelt. Ich stehe hier auf dem Gerüst, was nicht ganz so toll gesichert ist. Und die Kamera wackelt dann natürlich mit. Also, macht's gut, bleibt mir treu, bis bald, ciao. Ja, ich habe schon mal ein bisschen angefangen, weil ich halt selber auch erst testen muss, ob das jetzt passt von einer Mischung und von einer Viskosität. Also, der sollte schon noch so locker von der Kelle rutschen, sonst funktioniert das nicht. Und dann auch nicht zu viel reintun, sonst gibt es so dicke Batzen. Das passiert mir hier immer mal wieder. Das kann man aber wieder abkratzen und nochmal wieder in Ordnung bringen. Aber ihr könnt mir ja erstmal zugucken. Jo, also ich denke, spannender wird es nicht. Ihr habt gesehen, wie es geht oder wie man es versuchen kann zu machen. Denn wie es geht, weiß ich nicht. Ich mache es nur irgendwie und anscheinend funktioniert es. Ihr seht das, wie ich das letztes Mal hier gemacht habe. Das sah, als es frisch war, noch ähnlicher aus. Jetzt, wo es trocken ist, hat man natürlich dann die unterschiedlichen Mörteltöne, die man niemals einheitlich hinkriegen wird. Niemals. Dazu müsste man genau das passende Mischungsverhältnis wieder treffen und nee. Von daher, Hauptsache die Struktur stimmt und dann müsst ihr es sowieso nochmal streichen. Aber das mit dem Grauen hier ist ja auch kein Zustand. Wir wollen es eh
so cremefarben oder so streichen und es kommt dann irgendwann, wenn wir hier eingezogen sind. Und dann, so hoffe ich zumindest, wird das hier quasi verschwinden oder mit dem anderen Bereich sich so einfügen, dass man es nicht mehr wahrnimmt. Jo, also ich hoffe, ich habe euch ein bisschen weitergeholfen. Bis dann, ciao. Noch ein kleiner Nachtrag. Ihr seht da oben einen Bereich, der ist nicht so verputzt worden. Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2, wer gut hingeguckt hat, oder ich weiß nicht, ob man es auf dem Video sieht, oberhalb des Fensters ist ein kleiner Riss in dem alten Putz. Normalerweise wäre jetzt der Zeitpunkt, das zu sanieren, damit da keine Feuchtigkeit eindringt. Und dann vielleicht die Stahlträger angreift oder was auch immer. Aber diese Fassade, die bleibt so nicht. Also verputzt hier unten ja, aber da oben kommt eine Schalung mit Bodendeckel-Schalungsbrettern, also aus Lärche, wieder dran, so wie es auf der anderen Seite des Hauses ist. Wer meine Videos verfolgt, der hat das schon gesehen. Und damit verschwindet das dann, weil die Schalung wird, sagen wir mal, so 5 cm oberhalb der Fenster enden. Und damit ist die Schalung dann die neue Bewitterungsschutzschicht. Und dahinter passiert dann nichts mehr. Also ob da ein kleiner Riss im Putz oder sowas ist, ist scheißegal. Das noch dazu.